Hallo bei Bildner TV und einem neuen Video zur brandneuen Fuji XS10. Die XS10, habe ich ja in meinem ersten Video schon erklärt, ist eine Kamera für Einsteiger, aber auch durchaus für fortgeschrittene und ambitionierte Fotografen und Fotografinnen, die Porträts machen wollen, die Landschaften machen wollen, aber auch Action. Also die Kamera ist mit ihrem Autofokussystem durchaus in der Lage, zum Beispiel ein vorbeigaloppierendes Pferd in der Schärfe zu halten. Dazu ist die wirklich gut geeignet. Aber um jetzt wirklich das Maximum aus dem Autofokussystem rauszuholen, solltet ihr euch das Autofokussystem auch wirklich mal im Detail anschauen. Und dabei helfe ich euch in diesem Video. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Wie gesagt, heute geht es um die XS10 von Fujifilm, die, kleine Schwester der großen XT4, die durchaus professionellen Ansprüchen genügt. Die XS10 steht der XT4 allerdings in nicht allzu vielen Dingen nach. Im Gegenteil, ich persönlich würde sagen, wer jetzt nicht wirklich auf professionellem Niveau mit einer APS-C-Kamera wie der XT4 arbeiten muss, weil er es beruflich macht oder weil es sehr häufig in Fotosituationen diese Power der XT4 braucht, der ist mit der XS10 absolut gut bedient. Gerade im Bereich Actionfotografie. Das Autofokussystem der Fujifilm XS10 bewegt sich zwar nicht ganz auf dem Top-Niveau der Sony-Kameras, die immer noch, also im Moment einfach das Maß aller Dinge sind, was die Gesichtserkennung angeht, die Augenerkennung, die Nachverfolgung. Aber grundsätzlich ist die XS10 durchaus in der Lage, in der Profiliga mitzuspielen. Wie gesagt, heute zeige ich euch, wie das Autofokussystem im Detail zu konfigurieren ist, welche Möglichkeiten man hat. Und vorab gesagt, es klingt manchmal etwas kompliziert, aber es ist durchaus verständlich und man kommt mit der Kamera nach kurzer Einarbeitung wirklich gut zurecht. Bevor wir uns jetzt das Autofokussystem im Detail anschauen, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr mehr über die Kamera wissen wollt, lasst uns einen Kommentar da, um ganz automatisch an unserer wöchentlichen Verlosung teilzunehmen. Jeder, der bei uns einen Kommentar da lässt, bei irgendeinem unserer Videos, ob jetzt bei diesem oder bei einem anderen hier auf Bildner TV, nimmt automatisch an der wöchentlichen Verlosung teil. Wenn ihr gezogen werdet, könnt ihr euch ein Buch aus dem Bildner Verlag ganz frei auswählen. Jetzt aber zum Autofokussystem. Um das Autofokussystem auf professionellem Niveau zu nutzen, würde ich persönlich in erster Linie entweder mit der manuellen Belichtung, also komplett manuell, oder mit der Zeitvorwahl arbeiten. Gehen wir mal von einem Actionmotiv aus, von einem vorbeigaloppierenden Pferd. Ich schalte die Kamera ein, nehme dann hier oben auf dem Moduswahlrad die Einstellung S für Zeitvorwahl. Das heißt, ich habe dann hier hinten auf der Kamera eine Display-Ansicht, die mir zeigt, welche Verschlusszeit eingestellt ist und welche Blende. Die Blende stelle ich hier vorne am Objektivring ein, also am Blendenring des Objektivs. Und stelle dann hier hinten mit dem, hier vorne mit dem Wahlrad die Verschlusszeit ein. Ich sagte jetzt gerade hier hinten, weil wenn ich im manuellen Modus fotografiere, dann ist es das hintere Wahlrad, mit dem ich die Zeit einstelle. Aber in der Zeitvorwahl, da nehme ich hier das vordere Wahlrad und stelle hier eine Verschlusszeit ein. Zum Thema Actionfotografie, möglichst kurze Verschlusszeiten, logisch, um Bewegungen einzufrieren. Also ich würde jetzt hier zum Beispiel eine Blende von, eine Verschlusszeit von einer 250stel, einer 500stel, einer 1000stel Sekunde oder noch kürzer einstellen und dann dementsprechend ISO-Wert und Blende darauf abstimmen, welche Lichtverhältnisse ich habe und wie schnell mein Motiv sich bewegt. Dann zum Autofokus. Das Autofokussystem funktioniert, wenn ich ein statisches Motiv habe, zum Beispiel sehr, sehr simpel, indem ich einfach den Monitor antippe und darauf warte, dass die Kamera an dem Punkt, den ich hier angetippt habe, fokussiert. Das funktioniert ganz simpel. Bei der Actionfotografie ist es natürlich schwierig, hier die ganze Zeit den Monitor anzutippen und darauf zu warten, dass die Kamera mein Motiv verfolgt. Also da gehe ich anders vor. Ich drücke hier zum Beispiel als erstes, Moment, das schalte ich jetzt mal in den Zuschauermodus, dann könnt ihr sehen, was ich hier auf dem Bildschirm mache. Also, ich tippe hier die Taste Q an, dann erscheint dieses Quick-Menü. Und ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr habt gerade gesehen, es ist umgeschaltet hier im Bereich des Fokus-Modus und AF-Modus. Hier steht MF. Das
habe ich hier am Objektiv eingestellt. Dieses Objektiv, das ich hier verwende, ein 16 mm, hat hier oben einen Schiebering, mit dem ich zwischen AF und MF wechsle. Andere Objektive haben einen kleinen Schieber. Also ihr müsst natürlich, um den Autofokus zu nutzen, auf AF stellen. Mache ich jetzt hier. Und dann schauen wir uns nochmal das Quick-Menü an. Also hier, der Fokusmodus ist mal wichtig. Da habe ich AFS, MF und AFC zur Verfügung. Sollte klar sein, AFS ist der Single-Autofokus für nicht bewegte Motive. AFC ist der kontinuierliche Autofokus. Das heißt, den brauche ich, um mein vorhin besagtes Pferd zu verfolgen in der Bewegung. Und dann MF bedeutet natürlich manueller Fokus und dann stelle ich mit dem Fokusring am Objektiv scharf. Aber wir sind hier im AFC-Modus und jetzt geht's weiter. Ich wechsle jetzt hier mit dem Daumen-Joystick hinten rüber zur nächsten Option, AF-Modus. Und hier gibt es jetzt verschiedene Modi, Einzelpunkt AF, Zonen AF, Weit AF und All. Das ist eine Kombination, bei der die Kamera dann automatisch feststellt, wie sie denn jetzt ein Motiv am besten fokussieren kann. Ich zeige euch diese verschiedenen AF-Modi nochmal direkt am Bildschirm. Hier dieses weiße Quadrat, das jetzt grün wird, zeigt mir, da sitzt der Fokus. Und wenn ich mich jetzt hier bewege, wie gesagt, wir sind im kontinuierlichen Autofokus, in diesem Bereich stellt die Kamera scharf. Auch wenn ich mich jetzt bewege, beziehungsweise wenn sich jetzt ein Motiv bewegen würde, also in dem Fall bewege ich jetzt natürlich die Kamera, aber die Kamera fokussiert immer in diesem Bereich nach. Das heißt, wenn ich jetzt ein bewegtes Motiv innerhalb dieses weißen Quadrats halten könnte, indem ich die Kamera nachführe, würde die Kamera scharf stellen. Logisch. Jetzt gibt es noch die anderen AF-Methoden. Da tippe ich jetzt, das ist eine ganz clevere Sache, ich muss hier hinten nur das Daumenrad nach rechts, links, oben oder unten antippen, dann kann ich den AF-Modus verändern und auch die Größe dieses AF-Einzelpunkts. Im Moment bin ich im AF-Modus Einzelpunkt AF. Das heißt, ich habe hier einen einzelnen Punkt, den ich verschieben kann im Sinne meiner Bildgestaltung. Ich kann mit dem hinteren Wahlrad, mit dem Wahlrad auf der rechten Schulter der Kamera, die Größe dieses Einzelpunkts verändern. Und wenn ich jetzt weiter drehe nach rechts, ihr seht, also hier bin ich im Einzelpunkt AF. Und wenn ich jetzt weiter drehe und der Einzelpunkt sich praktisch zu einer Zone vergrößert, dann komme ich in den AF-Modus Zone. Und wenn ich dann noch weiter drehe, habe ich hier die Verfolgung, Weitverfolgung, so heißt der AF-Modus. Und hierbei stellt die Kamera mehr oder weniger automatisch auf ein bestimmtes Motiv scharf, das ich übrigens auch mit dem AF antippen kann. Und ihr seht schon, das kleine grüne Quadrat bleibt da, wo ich den Fokuspunkt anfangs gesetzt habe. Und verfolgt praktisch mein Motiv weiter. Wenn es denn dieses Motiv einmal erfasst hat, dann bleibt es auch innerhalb dieses Rahmens. Das sind so die Basics für den Autofokus. Was jetzt noch interessant ist, ihr solltet auf jeden Fall nochmal ins Kameramenü schauen. Da gibt es nämlich noch weitere Möglichkeiten, um den Autofokus anzupassen. Natürlich hier links die Hauptgruppen. Da gibt es eine Gruppe AF-MF-Einstellungen. Hier dieser Befehl Fokussierbereich, den habt ihr vorhin schon gesehen. Das ist praktisch diese Sache Einzelfeld AF, Zone, Weit, Verfolgung und All. Dann haben wir hier den Fokusmodus, habe ich euch vorhin über das Quick-Menü gezeigt. Man erreicht also den Befehl auch hier. AF-Modus. Und jetzt kommen noch ein paar Feinheiten, zum Beispiel AFC, benutzerdefinierte Einstellungen. Das ist insofern interessant, als man den Autofokus auf verschiedene Motivsituationen anpassen kann. Um euch zu erklären, worum es hier geht. Wenn ich ein Motiv verfolge, das sich kontinuierlich bewegt, muss der Autofokus anders arbeiten, als wenn ich ein Motiv verfolge, das mal links, rechts, nach vorne, nach hinten oder auch mal verdeckt wird von anderen Motiven. Also die Reaktionsgeschwindigkeit und die Umstellgeschwindigkeit des Autofokus, also wie schnell reagiert
der Autofokus auf ein neues Motiv oder auf ein Motiv, das plötzlich dazwischen läuft. Das sind Dinge, die ich hier verfeinern kann und einstellen kann, die wirklich schon sehr weit gehen. Also ich persönlich muss sagen, ich bin froh um diese 5 Voreinstellungen, die ich hier habe, die ich dann eben auswähle, je nach Motivsituation, die ich gerade vor mir habe. Das ist wirklich sehr hilfreich. Und falls ihr denn so weit seid, dass ihr sagt, okay, ich will jetzt hier Verfolgungsempfindlichkeit, Geschwindigkeitsverfolgungsempfindlichkeit und so weiter nochmal selber einstellen, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, eine Custom-Einstellung zu wählen. Das ist, wie gesagt, geht aber schon ziemlich weit. Was haben wir noch im Kameramenü? Hier dieser etwas sperrige Befehl AF-Modus, ausreichend speichern, das bedeutet nichts anderes, als wenn ich den AF-Modus und das Fokusfeld mal festgelegt habe, bei der Kamera im Querformat, merkt sich die Kamera das. Und wenn ich sie dann im Hochformat auf einen anderen Punkt, auf eine andere Methode einstelle, merkt sich die Kamera das auch. Also da kann man einstellen, dass sich die Kamera merkt, wie Autofokus, welche Autofokus-Einstellungen im Querformat und im Hochformat vorhanden sind. Die AF-Punktanzeige zeigt mir im Sucher und auf dem Monitor an, wo der AF-Punkt gerade liegt. Die kann ich auch ausschalten. Ich persönlich lasse sie immer an. Das ist mir einfach wichtiger. Hier die Anzahl der Fokussierpunkte. Da haben wir 117 oder 425. Das bezieht sich natürlich auf den Einzelfeld-AF in erster Linie. Wenn ich denn sehr, sehr fein fokussieren möchte auf einen bestimmten Punkt, wenn ich zum Beispiel im Autofokus-Modus Single, also AFS, fotografiere für Makroaufnahmen, die Kamera steht auf dem Stativ und ich möchte auf einen ganz bestimmten Punkt fokussieren, der sehr exakt gesetzt werden muss, dann wähle ich mir meine 425 Punkte und habe dann eben die Möglichkeit, wirklich sehr fein zu sagen, da muss jetzt exakt der Fokus sitzen. Pre-AF, das ist ein Vor-AF, der praktisch permanent fokussiert und nachjustiert, auch wenn ich den Auslöser noch nicht gedrückt halte. Die Kamera fokussiert dann automatisch auf ein gerade anvisiertes Motiv, verbraucht natürlich ein bisschen mehr Strom. Hilfslicht, na gut, das ist wichtig, wenn man den Blitz beziehungsweise das Hilfslicht wird hier vorne rechts an der Kamera ausgesendet, wenn ich irgendwo im Halbdunkel fotografiere und der Fokus, der Autofokus Schwierigkeiten hat, richtig zu arbeiten, dann kann ich das Hilfslicht dazusetzen. Gesichtsaugenerkennung ist eine ganz wichtige Sache, wenn ich Menschen fotografiere in dem AF-Modus Weitverfolgung zum Beispiel. Da erkennt die Kamera Gesichter und die Gesichtserkennung kann ich entweder ausschalten oder einschalten und hier dann nochmal verfeinern. Und kann der Kamera sagen, bitte achte auch auf die Augen, welches Auge hier ausgewählt wird in der Funktion Auge Auto. Es ist immer das Auge, das der Kamera am nächsten steht. Das heißt, wenn jemand frontal zur Kamera blickt, dann fokussiert die Kamera auf beide Augen. Wenn aber der Kopf leicht gedreht ist und die Kamera beide Augen erkennen kann, dann verwendet sie das vordere Auge. Und dann hier Priorität Auge rechts, Auge links, das sollte klar sein. Dann kann man der Kamera noch sagen, welches. Was ich ganz wichtig finde, wenn man manuell fokussiert, da würde ich immer das Fokus-Peaking verwenden. Das hat jetzt nichts mit dem Autofokus zu tun, aber nur so ein Tipp aus meiner eigenen Sicht. Mit dem digitalen Schnittbild und dem digitalen Mikroprisma als Fokushilfe beim manuellen Fokussieren konnte ich bisher nie sowas anfangen. Was immer hilft, ist hier diese Peaking-Funktion. Rot hoch habe ich meistens aktiviert. Könnte ich euch kurz zeigen. Ich stelle jetzt mal hier auf MF. Und wenn ich jetzt, hier seht ihr, wenn ich hier manuell fokussiere, diese roten Linien zeigen mir an, wo hier der Fokus sitzt. Dann haben wir die Fokuskontrolle. Das ist eine Funktion, die manchmal ganz irritierend sein kann. Wenn ich manuell fokussiere, dann vergrößert mir die Kamera, wenn die Fokuskontrolle aktiviert ist, das Sucherbild bzw. das Monitorbild ganz automatisch, damit ich eben besser manuell fokussieren kann. Hier wird praktisch die Spotbelichtung mit dem jeweils aktiven Autofokuspunkt kombiniert. Und die anderen Sachen lassen wir jetzt hier. Das ist vielleicht noch eine Sache, Priorität auslösen, Fokus. Hier steht standardmäßig bei AFC, also wenn ich einen kontinuierlichen Autofokus aktiviert habe, hier steht standardmäßig auslösen. Das heißt, ich definiere hier, welche Priorität setze ich jetzt?
aufs Auslösen, egal ob jetzt gerade fokussiert ist, oder lieber aufs Fokussieren. Klar, bei AFS, also wenn ich ein Motiv, ein statisches Motiv anvisiere mit dem Autofokus, möchte ich natürlich, dass der Autofokus sitzt, also dass fokussiert wird und dann wird die Belichtung gemessen, beziehungsweise gleichzeitig Belichtung gemessen und ausgelöst. Da habe ich Zeit. Wenn ich ein kontinuierlich sich bewegendes Motiv habe und eben mit dem AFC verfolge, dann stellt mir die Kamera im Standard die Priorität auf Auslösen. Das heißt, die Kamera löst schnell, auch wenn ich zum Beispiel die Serienbildgeschwindigkeit von 8 Bildern pro Sekunde eingestellt habe, dann löst die Kamera aus. Egal, ob ich jetzt, ob jetzt das Motiv tatsächlich perfekt in der Schärfe ist oder nicht. Ich persönlich finde, Bilder, die unscharf sind, schmeiße ich weg. Die brauche ich nicht. Also die Priorität auslösen nutze ich nie. Ich setze immer die Priorität auf Fokussieren. Dadurch reduziert sich dann natürlich die Serienbildgeschwindigkeit, weil die Kamera ja erst perfekt scharf stellen muss. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Wenn die Priorität Fokus ist, reduziert sich die Serienbildgeschwindigkeit, was ja logisch ist. So, zwischendurch, beziehungsweise eigentlich auch schon zum Schluss, weil das waren jetzt eine ganze Menge Informationen zum Autofokussystem der Fuji XS10, das, wie ihr seht, verstehbar ist. Es ist ausgefeilt, es ist sehr detailliert. Man kann wirklich an jede erdenkliche Situation die Kamera anpassen. Wenn ihr mehr über das Autofokussystem, aber auch sämtliche anderen Funktionen der Kamera erfahren möchtet, dann gönnt euch unser Buch zur Fuji XS10, das Friedemann Hinsche geschrieben hat. Das Buch gibt es bei uns im Verlag, im Bildner Verlag, im Onlineshop. Ihr findet den Link zum Onlineshop hier unterhalb des Videos. Im Buch erfahrt ihr wirklich alles vom Einstieg bis zu verschiedenen Fotogenres. Jeder Menübefehl wird erklärt. Also die Kamera wird auf den Kopf gestellt, um euch wirklich an die Hand zu geben, wie man mit der Kamera optimal arbeitet. Schaut in unserem Shop vorbei. Da gibt es das Buch in gedruckter Version, aber auch als E-Book zum Download, sowie als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Das war es jetzt von meiner Seite zum Thema Autofokus der Fuji XS10. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst, falls euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, immer her damit in die Kommentare, dann nehmt ihr ganz automatisch an unserer Verlosung teil. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir veröffentlichen hier noch weitere Videos zur XS10, aber auch zu anderen Kameras, zu Bildbearbeitungsthemen, zu Office-Themen und so weiter. Wenn ihr abonniert, vergesst auch nicht das Glöckchen, dann kriegt ihr immer sofort mit, wenn wir was Neues veröffentlichen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dahin, seid kreativ, habt Spaß mit der Kamera und der Bildbearbeitung und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis dann, ciao.